Der Betrieb im Wawana Sägewerk war in vollem Gang, als das Feuer in der Produktionshalle ausbrach. Um 10:45 Uhr informierten die Mitarbeiter des Betriebs die Feuerwehr. Sie können sich alle rechtzeitig aus dem etwa 400 Quadratmeter großen Halle retten, können aber nicht verhindern, dass sich das Feuer schnell ausbreitet. Etliche Einsatzkräfte aus der Verbandsgemeinde Konz, Saarburg und Kell eilten zum Brandort. Sirenen und Blaulicht ringsum wabern. Mitarbeiter der Verbandsgemeindewerke Konz überwachen, dass keine Schadstoffe ins benachbarte Wasserschutzgebiet Wawener Bruch fließt. Laut dem technischen Leiter der Werke, Ralf Zorn, wird in Wawern nicht mit Schaum gelöscht, um das Schutzgebiet sauber zu halten. Damit die Versorgung mit Wasser beim Brand aufrechterhalten werden kann, legt das technische Hilfswerk einen zweiten Zugang zu den Wasserleitungen im Ort. Auch der Gefahrstoffzug des Kreises Trier-Saarburg aus Kassel ist vor Ort, um das Austreten von Gefahrstoffen zu verhindern. Der stellvertretende Feuerwehrinspekteur Christoph Boresch leitet den Einsatz. Insgesamt sind 200 Einsatzkräfte vor Ort, so Boresch. Besonders hart ist der Einsatz wegen der schwülen Hitze und der starken Rauchentwicklung. Deshalb sind insgesamt 50 Feuerwehrleute mit Atemschutz vor Ort. Das Deutsche Rote Kreuz kümmert sich vor Ort um die Helfer. Es gibt massenweise Wasser, andere Getränke und belegte Brötchen. Um 13 Uhr ist das Feuer unter Kontrolle. Später löschten die Feuerwehrleute noch einzelne Glutnester. Auch ein Baufachberater des Technischen Hilfswerks und ein Mitarbeiter der Bauaufsicht bei der Trierer Saarburger Kreisverwaltung sind da. Sie prüfen, ob das Dach der ausgebrannten Halle sicher genug ist, damit Feuerwehrleute und Brandermittler hineingehen können. Gegen 16:30 Uhr stand fest, dass Teile des Dachs abgerissen werden müssen. Ein Bagger rückt an, um die nähere Untersuchung des Brandorts vorzubereiten. Polizei und Feuerwehr sagen am Dienstag aber noch nichts zur Brandursache. Es habe aber eine Verpuffung an einer Maschine gegeben, heißt es vor Ort. Auch der Sachschaden beziffern sie noch nicht. Allerdings sei es augenscheinlich ein großer Schaden, erklärt Thomas Müller, Pressesprecher der Kreisverwaltung Trier-Saarburg, der die Ergebnisse einer Einsatzbesprechung vor Ort für die Presse zusammenfasst. Schon am Samstag, 5. Dezember 2009, hat die Halle gebrannt. Sie wurde teilweise abgerissen, aber das Sägewerk nahm schon kurze Zeit später seinen Betrieb wieder auf.